Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einem ganz kurzen und ganz spontanen Video mit den wunderschönen Lenormand-Karten, wie du siehst, hier von Gilded Reverie, von Ciro Marchetti, die Lenormand-Karten, und zwar mit einer kurzen Neunerlegung: Was denkt, was fühlt dein Herzensmensch, dein Seelenpartner und wie geht es weiter oder was ist dein nächster Schritt? Bevor ich damit beginne, schließe einfach deine Augen und sende mir auch deine Gedanken zu, aber zuerst stimme dich in der Energie der Kristallschale ein. Konzentriere dich auf dein Gegenüber. Ich hoffe, du bist bereit. Ich beginne mit den Mischen. Das soll ein kurzes und knackiges Video für dich sein. Was denkt und was fühlt und was ist sein nächster Schritt? Das wird auch wirklich, wirklich kurz sein, damit du auch die Möglichkeit hast, mehrere Videos anzuschauen. Natürlich von mir in erster Linie oder aber auch von meinen Kolleginnen. Wenn du Hilfe brauchst auf diesem Gebiet, natürlich kannst du auch bei mir eine persönliche Beratung buchen. Also nutze dazu den Kontaktformular meiner Homepage und das findest du alles, also die Zugangsdaten auch zu mir, unter dem Video in der Infobox. So, meine Lieben. So, dein Gegenüber ist jetzt heute recht blockiert, also es entsteht hier auch eine Blockade im Außen. Wir schauen jetzt einfach mal, die Energie ist einfach da, also die Blockade zeigt sich da und ja, also ich habe jetzt die Karten so umgedreht, also ich werde jetzt in normale Reihenfolge deuten, also so, Sekunde. Mhm. So, jetzt schauen wir einfach, was hier los ist bei deinem Gegenüber. Also, es ist noch eine gewisse Ungewissheit da. Also, das ist noch nicht festgeschrieben, wie es da ist. Also, Ungewissheit, er weiß ja gar nicht. Also, dieses Schicksalsbuch. Also, er fühlt irgendwie in seinem Kopf so eine gewisse Unruhe vielleicht, auch wenn er an dich denkt, vielleicht auch. Ist er auch ganz durch den Wind, wenn er an dich denkt, spürt er einerseits, spürt er diesen Neuanfang, diesen Tatendrang, diese neue Energie, diesen Neubeginn. Also das ist so ein Aufbruchsenergie, was er jetzt hier so gerade auf der Kopfebene mitnimmt, wenn er an dich denkt heute momentan, ja, ist er recht blockiert. Im Herzebene knabbern die Mäuse, also diese tiefe Gefühle sind auf jeden Fall schon da. Also das ist auch eine geführte Verbindung zwischen euch und also das geht auch und verläuft ja auch in Mondzyklen und wie du auch jetzt weißt, je nachdem wie die Planeten oder der Mond gerade auch steht, hat das auch eine Auswirkung auf die Gefühle und natürlich auch auf dein Gegenüber. Momentan ist halt die Blockade da, die knabbernde Mäuse, also das ist also gestört jetzt momentan im Herzen, da ist so ein bisschen alles so, ja, voll kompliziert momentan. Er fühlt aber sehr, sehr starke Sehnsucht zu dir in seinem Herzen und das kann auch sein, dass es jetzt seit längerem ist und dass es halt hier diese Sehnsucht einfach immer stärker wird, trotz dass die Blockaden auch einfach noch da sind, weil das einfach so tiefe Gefühle da sind. Also die Institution, das kann jetzt zum Beispiel hier, der Turm kann auch jetzt auf eine Arbeit hindeuten oder aber auch für bestimmte Verträge, bestimmte Verbindungen. Vielleicht habt ihr auch hier einen Seelenvertrag, also zusammen auf der Herzebene. Das wollte unbedingt das Klärungskarte noch hier mit in dieses Blatt hineinfließen. Also es kann auch sein, dass es dann halt einfach auch noch länger dauert, je nachdem, wie ihr euer Seelenvertrag auch miteinander gemacht habt. Was
zeigt sich hier im Außen. Also im Außen ist noch eine sehr große Unsicherheit da. Also er ist sich auch noch am Suche des Sinnfindung, Lebensfindung, Sinnfindung findet auch bei deinem Gegenüber Stück weit auch statt. Das kann auch bedeuten, dass er also erstmal den Weg oder den Zugang zu sich selber finden sollte. Was ich hier auch wahrnehme, eventuell ist da noch eine Partnerin da oder es gibt halt Komplikationen, wenn keine Partnerin da ist, dann gibt es Komplikationen, es gibt vielleicht auch Verstrickungen, die auch hier eine Rolle spielen, allgemein die eine Rolle spielen hier bei euch, also im Außen. Und der Fuchs steht ja auch, ja, das ist also auch noch bestimmte Dinge noch falsch laufen, noch nicht richtig in richtige Bahnen sind, dass sich das auch noch so ein bisschen entwickeln sollte. Ja, also der Fuchs steht auch für Schleue, also vielleicht musste dann auch erstmal erkennen, was er auch selber möchte, damit auch diese Dinge, also diese innere Konflikte vielleicht auch aufgelöst werden. Das kann auch für innere Konflikte auch hindeuten, dass es so eine innere Unruhe bei ihm einfach da ist. Die Mäuse sind auch definitiv da. Also es geht auch wirklich gar nicht, man weiß ja auch gar nicht, wie das hier weitergeht. Also der Mondzyklus hier, also auf jeden Fall der Neumond wird hier wieder eine Rolle spielen. Vielleicht auch kommen dann bestimmte karmische Themen nochmal für Vorschein jetzt gerade durch diesen Neumond, was jetzt im Skorpion stattfindet. Oder aber auch diese Unruhe hat er auch eventuell mit seiner noch bestehenden Partnerschaft. Also dieser Neuanfang der Sehnsucht muss auch wohl überlegt werden, muss auch wohl schlau angegangen werden. Solche Gedanken können hier auch eine Rolle spielen. Und also dieser Neuanfang muss auch ein Weg gefunden werden, wie das also auf jeden Fall weitergeht. Und also es ist noch ein Schicksalhaft, ist noch nicht festgeschrieben und da ist auch noch alles nicht so richtig, wie es sich momentan gerade befindet. Also, weil das eine kurze Legung ist, ich möchte auch gerne noch mal eine Karte hier zum Abschluss aus dem Liebesorakel Amos Botschaften von Toni Camine Salerno. Noch eine Abschlusskarte für dich, für heute, für deinen Seelenpartner ziehen. Also, für ihn kommt die Karte Balance. Also es geht darum, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Also er muss noch in der Balance kommen und dann kommt diese heilige Vereinigung. Also das heißt auch auf der Seelenebene, auch normalerweise, dass ihr euch in den Armen begeben könnt, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Also muss dein Gegenüber, dein Seelenpartner heute erst noch einmal in die Balance kommen. Ich hoffe, diese kleine kurze Legung war für dich auch hilfreich. Wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach einen Link. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.